Ich zeige euch den echten Beruf von jedem Brawler und was er verdient. Karl ist noch Schüler und ein richtiger Streber. Er bekommt 50 Euro Taschengeld im Monat. Edgar und Colette haben einen Nebenjob im Starpark Gift Shop und verdienen 450 Euro im Monat. Bas ist ein Rettungsschwimmer und verdient 3.800 Euro im Monat. Mr. P leitet ein Hotel und verdient dadurch 35.000 Euro im Monat. Belle ist der reichste Brawler. Sie verdient mit ihren Goldraubüberfällen bis zu 250.000 Euro im Monat.